Hey Freunde, willkommen zurück zu Pokémon Mystery Dungeon. Gerade sind wir schon in Part 9 angekommen. Ich habe offscreen ein bisschen gearbeitet. Ja, ich bin schon Level 19 und Svenja schon Level 20. Ich habe nämlich circa 2,5 Stunden gebraucht, um Basti, also Tarnel, zu fangen und zu leveln ein bisschen. Also zwischendurch habe ich dann zwei Bummels gefangen und einen Zigzax. Das Zigzax ist jetzt auch schon auf Level 17 hochgelevelt. Das war so schnell, das ist unglaublich. Ja, Tarnel ist Level 18. Es kann ja leider keine anderen Attacken als Bodycheck. Deswegen habe ich das schon mal ein bisschen gelevelt, dass es halt hinterherkommen kann. Und es hat sich noch ein Kumpel eingetragen, sozusagen, in meine Freundesliste bei Pokémon. Und zwar möchte er gerne ein Magnine sein. Das heißt, ich habe zwar schon ein Pfiffchen, aber ich werde bei Gelegenheit halt noch eins fangen und das werde ich dann Thorsten nennen. Und weil mein Kumpel Thorsten gerne ein Magnine wäre. Das Pfiffchen würde ich dann halt hochleveln, bis es entwicklungsbereit ist. So, ja, hier Tarnel hat sich übrigens hier, wie gesagt, Basti wollte Tarnel werden. Ich habe nochmal rumgefragt, weil Tarnel halt ein Team-Pokémon ist und das hätte ich dann auch gerne drin. So, egal, wir machen jetzt endlich, ach nee, das möchte ich euch noch zeigen vorher. Ich habe jetzt ein bisschen Geld, deswegen kaufe ich mit euch mal gleich, also ich habe zwischendurch ein bisschen gefarmt und gespart und so. Ups, nicht einzahlen, wir wollen, ups, was machst du denn so? Nehmen, wir haben 5400 drin. Im Lager sieht es auch sehr schön aus, Leute. Wir haben nämlich ganz viele Gummis schon mal gespart. Die werde ich später alle verfüttern. 50 Siegelbeeren, 15 Belebersamen, 17 Top-Elixier, 11 Fliorb. Auf dem Stahlberg hat man nämlich so viele Top-Elixier gefunden, das ist richtig übel. Also hier möchte ich ein paar Partnerareale kaufen. Klippenberg ist noch gar nicht dabei, wa? Ist ja fies. Dann möchte ich... Ich möchte einfach mal, was mir so... Savanne möchte ich. Denn, hier Tiefgrünberg ist schön billig. So. Den Rubbelfluss und Kaulquappenteich hätte ich gerne. Ja, so ist das schön. Hier Pilzwald. Ach, scheiß drauf, mein Wildwucherwald. Dann möchte ich auf jeden Fall noch das Gewitterplateau. 1500 habe ich noch. Ja, dann nehme ich den Wandlerwald und gleichzeitig noch das alte Labor. So, jetzt bin ich extrem pleite, habe aber schon voll viele Areale. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt endlich weiter mit der Hauptstory, mit der Hauptquest. Tarnel ist jetzt im Team drinne oder auch Basti, ne? Und deswegen auf zum Stillklamm. Da drüben ist es. Wow, das ist aber steil hier. Dein Freund Papunga hat sich tief in diesem Klamm verlaufen. Ja, es tut mir leid, euch zu fragen, aber bitte helft ihm. Wir machen das schon. Lass uns los, Nils. Augenblick noch. Ja, was ist denn? Da gibt es etwas. Diese Gegend heißt zwar Stillklamm, aber angeblich schläft ja ein riesiges Monster. Monster? Ja, aber das sind nur Gerüchte. Tengulist ist auch noch nicht zurück. Ich dachte nur, ihr solltet das wissen. Oh, mein Bauch tut so weh. Oh, was ist los? Mein Bauch, ich habe ganz plötzlich Magenschmerzen. Ich habe so früh was Falsches gegessen oder so. Sag mal, Nils, so blass wie du bist, geht's dir bestimmt auch nicht gut, oder? Nils, du hast auch Magenschmerzen, oder nicht? Stimmt, es tut echt weh. Hä, mir geht's prima. Oh. Was ist los, Nils? Ich brauche deine Unterstützung. Du als mein Partner musst doch auf meine Stichworte reagieren. Warum regst du dich jetzt so auf, Svenja? Hast du keinen Bauchweh? Wie? Ja, oh, ich glaube, die Krämpfe lassen gerade etwas nach. Aber egal, uns interessiert das Monster. Was für ein Monster ist das genau? Ich weiß nicht sehr viel darüber. Es ist nur ein altes Märchen. Keine Ahnung, ob es warm ist, war es oder nicht. Nun ja, da kann man wohl nichts machen. Hoffen wir, dass das Monster gar nicht existiert. Papunga sollte irgendwo U10 sein. Alles klar, Stillklamm U1. Jetzt geht's los, Leute. Ach, da unten ist direkt unser Trappy-Line. Ja, hier guckt euch an, ist das nicht fies hier? Tarnel, erstmal nur Bodycheck. Naja, was wir machen hier? Svenja hat übrigens Slam erlernt und ich kann nix. Ach, verdammt, ich habe ja noch hier Attacken verlinkt. Guck mal, Knarre und Tackle hatte ich nämlich verlinkt, weil ich so, weil ich so besser leveln konnte, denn wenn man mit, es ist ja so, wenn man mit Attacken die Gegner besiegt, gibt es mehr XP. Wenn man mit Link-Attacken die Gegner besiegt, gibt es noch mehr XP.
Dann noch mein Dankeschön an Svenja, also die richtige Eclair, da sie mir den Tipp gegeben hat zum Tunnel-Leveln. Teddy Ursa möchte ins Team. Ja, warum nicht? Aber Teddy Ursa ist ein süßes Pokémon. Dann gebe ich ihm gleich einen Namen. Und zwar nenne ich Teddy Ursa Lisa. Denn eine gute Freundin von mir, Lisa, wollte gerne dabei sein, aber sie wusste nicht, welches Pokémon. Und dann hat sie gesagt, ja, nimm einfach ein süßes Pokémon. Da passt Teddy Ursa doch. So, haben wir direkt das süße Pokémon, welches Lisa heißt. Und Svenja erreicht Level 21. Na klar, Svenja, du bist ja so krank, bist du. Nein, eigentlich nicht, aber ist halt gut gelevelt. Lisa fand ein Item, ist ja fett. Wie war das nochmal? Ich kann hier... Nein, du musst runtergehen, zack. Nein, Lisa, Plosivsam. Nehmen. Danke, Lisa. Voll praktisch mit Mitnahme Pokémon. Zack. Zack, tot. Da haben wir schon wieder die Treppe. U4 im Stillklaren. Es ist hier so böse. Nee, ich würde auch sagen, durch das ganze Level von Tunnel bin ich leicht overpowered. Und schade ist, man kann hier ja noch, also noch kann ich ja keine Pokémon entwickeln. Das kommt erst später. Und deswegen kann ich Tunnel auch nicht auf Level 20 entwickeln, sodass es dann halt als Metang Konfusion lernt. Und so wird es wahrscheinlich noch etwas länger nur mit Bodycheck auskommen müssen. Aber naja, irgendwann wird es ja dann ein Metagross und dann ist es super stark und brutal. Mann, ey, wie ja einfach die Treppe einfach nur irgendwo da rechts ist, wo ich noch gar nicht rankomme. Oder wo ich halt jetzt nochmal den ganzen Weg zurückrennen muss. Und das Kudox da, das pennt erstmal. Zack. Mann. Hornio, was bist du denn, ey? Lebensstelle, zack. Ich frag mich, was das für ein komisches Pokémon ist, was hier schlafen soll, dieses große Pokémon. Oder was hier nicht schläft, sondern einfach nur da ist. Ich glaube, hat man irgendwas mit Schlafen gesagt? Weiß ich jetzt nicht. Ist halt fies, Alter, wie gut es versteckt ist, na klar. Also, du fügst mir nur einen Schaden zu, du scheiß Vieh, genau so wie du. Zack, Stillklamm U5. Ein Apfel. Boah. Lisa hebt Goldgummi auf. Ach so, Lisa stand da praktisch drauf, ist ja fett. Goldgummi, das ist sehr schön. Ne, ernsthaft, Leute, das macht mich happy, denn Goldgummi, also die Gummis sind ja immer zum Pokémon IQ heben. Oh, da, hier gibt es Hondus, das ist ja fett. Geil. Und, ja, eben zum IQ heben. Aber wenn man den Pokémon in ihren Partnerarealen ein Gummi zum Füttern gibt, ich weiß nicht, ob es auch so klappt, aber da steht dann halt wirklich da, ja, Angriff erhöht sich, Spezialangriff erhöht sich und so weiter. Und so werde ich dann später meine Pokémon noch ein bisschen aufleveln. Ist doch praktisch. Mann, Alter, ist halt fett hier. Wie hier einfach alles verwirrend ist. Ich denke mal, hier bin ich sowieso falsch. Und das ist voll doof. Ich renne halt gerade mit B. Und weil hier überall Wasser ist und... Oh, verdammt. Weil hier überall Wasser... Mann, ja gut. Teleportation. Weil hier überall Wasser ist... Oh, guck mal, ganz rechts ist Svenja jetzt gelandet. Weil hier überall Wasser ist, stock ich immer so, weil ich halt überall abbiegen kann sozusagen. Das ist voll nervig. Und du, Flor. Na klar, du stinkst doch. Stirb. Sowas hat unsere Lisa denn aufgenommen. Ein Blaugummi. Boah, Mitnahme-Pokémon sind ja saupraktisch. Ist ja richtig fett. Fahnenschuss, ich gebe dir gleich Fahnenschuss. Zack. Achso, ich war durch Fahnenschuss irgendwie gelebt. Oh Mann, ah, da ist ein Hundusta. Totes Hundusta. Ja, Hundusta ist auch ein geiles Pokémon. Kennen wir ja von meinem Pokémon XD Let's Play. Zack, ein Warp Orb. Ist eigentlich auch nicht schlecht, gefällt mir. Oh, der Magen knurrt. Oh nein, Leute, der Magen knurrt. Und da ist ein Weberak einfach bei Lisa gespawnt. Nicht Lisa töten. Nicht Lisa töten. Oh, Mann, oh. Ich wollte auch Lisa mitnehmen. Oh, verdammt, was ist denn hier jetzt los? Zack. Ne, finde ich jetzt schade. Ey, habe ich gerade schön Lisa gefangen und dann... Ja gut, das nächste Pokémon wird dann wieder Lisa. Das nächste süße Pokémon. Ich erreiche Level 20. Da ist auch schon die Treppe. Mann, ey, irgendwie habe ich gerade voll den Frosch am Hals.
muss man nicht husten, aber ich fühle mich immer so ein bisschen gereizt im Hals. Ganz komisch. Oh mein Gott. Das von Duster hat richtig Stress. Und Kneckleon. Oh, haben will. Also sobald ich das Gebiet von Kneckleon kaufen kann, hole ich mir einen Kneckleon, Alter. Dann level ich mir die Libera hoch. Das wird cool, Mann. Ein paar war schon wieder. Mann. Ich klebe überall hier. Und ich penne natürlich. So. Wo sterben, Kneckleon? Boah, Sandwirbel, Alter. Arsch. Mein Magen ist leer. Na gut, ich habe sicher irgendwas zu essen. Apfel, genau. Der hat 50 Magenvolumen gefüllt, das ist gut. That's good, Leute, that's good. Mann, Alter, wie hier einfach. Treppen finden ist schwer. Ne? Ist richtig schwer. So, das ist wieder ein Weberack. Lebensstelle. Buflor. Link-Attacken haben kaum noch AP, noch zwei Einsätze und sie löst sich auf. Oh nein, ist mir voll egal. Bin ich schon da? Hier soll sich noch Papungas Freund befinden. Oh hey, wir haben dich gesucht, geht's dir gut? Ja, mir geht's gut, aber großartig, dein Freund wartet auf dich. Tengulist ist weiter hinten. Was, Tengulist? Gehen wir. Hallo, wie geht's dir? Komm zu dir. Na, kümmert euch nicht um mich. Verschwindet von hier. Von hier verschwinden? Was ist denn jetzt? Warum ist es plötzlich so dunkel geworden? Ganz komisch so. Da kommt was. Zur Seite, ihr. Ihr wagt es, meinen Schlaf zu stören. Bei Eindringlingen kenne ich keine Gnade und das schließt euch mit ein. Tengulist ist verschwunden. Ich bin Zapdos, die Verkörperung von Blitz und Donner. Wenn ihr Tengulist retten wollt, dann erklimmt den Donnerberg. Zapdos? Das ist also das legendäre Monster. Und Zapdos hat ja also gepennt. Yippie, gerettet, ich bin so glücklich. Aber ich bin jetzt in Sicherheit, aber Tengulist steckt in Schwierigkeiten. Bitte erzähl uns ganz genau, was passiert ist. Ja, also, Tengulist hat mit seinen Blättern Wind entfacht und befreite mich so. Aber diese Winde haben eine Wolke auseinandergerissen. Und als das geschah, tauchte dieses Monster am Himmel auf. Das Monster. Es sagte, es hieße Zapdos. Sagtest du Zapdos? Simsala! Zapdos, eines der legendären Vogel-Pokémon. Ich hörte, es habe lange Zeit geschlafen. Dann hat Tengulist es aufgeweckt. Nein, der Wind von Tengulist war lediglich der Auslöser. Schließlich war bereits die dortige Abwesenheit aller Winde unnatürlich. Dies muss von den jüngsten Naturkatastrophen verursacht worden sein. Zapdos ist wütend darüber, aus seinem Schlaf geweckt worden zu sein. Tengulist muss gerettet werden. Aber Zapdos wird nicht einfach sein. Seine Elektroattacken sind richtig gemein. Dessen bin ich mir bewusst. Wir werden vorsichtig vorgehen müssen. Wir gehen auch. Wir werden Tengulist ebenfalls helfen. Was? Das ist gefährlich. Zapdos ist mächtig. Es ist wahrscheinlich, dass dies eure Kräfte übersteigt. Hey, wir sind nicht schwach. Und außerdem macht uns Zapdos keine Angst. Richtig, Nils? Überhaupt nicht. Aua, mein Bauch. Seid ihr schon einmal von einem elektrischen Schlag getroffen worden? Danach ist der ganze Körper taub und zittert. Kein Problem. Zapdos ist richtig fies. Es ist imstande und verspeist euch zum Frühstück. Ja, ich habe keine Angst. Wir sind schließlich ein Retterteam. Wir wollen Tengulist helfen. Gut. Ich sehe, ihr habt Mut. Ja. Unsere beiden Teams sollten jeweils einzeln den Donnerberg erklimmen. Wir werden aufbrechen, sobald wir uns auf diesen Kampf vorbereitet haben. Da wir um die Stärke unseres Gegners wissen, werden wir äußerst vorsichtig vorgehen müssen. Ihr solltet die Reise zum Donnerberg nur gut vorbereitet antreten. Unser Ziel ist es, Tengulist zu retten. Mögen wir erfolgreich sein. Ja, ich bin zu allem bereit. Nils, lass uns unser Bestes geben. Yay! Am nächsten Morgen. Guten Morgen, Nils. Ich hoffe, du hattest eine erholsame Nacht. In Ordnung, wir sollten zum Donnerberg aufbrechen und Tengulist retten. Was meinst du? Aber Simsala hat uns gesagt, wir sollten uns sehr gut vorbereiten, bevor wir aufbrechen. Was machen wir? Wir können sofort zum Donnerberg aufbrechen oder auch später. Es liegt an dir. Ja, ich würde sagen, als allererstes gehen wir erstmal zum Lager.
So, lagern, zack. Alles, was wichtig ist, muss gelagert werden. Alles, was wichtig ist, muss gelagert werden. Kaufen wir alles. Lagern dann alles wieder ein. So, zack. Und dann nehme ich schon mal das Zeug mit, was ich brauche. Ich möchte auf jeden Fall zum Donnerberg mitnehmen. Sinebeere, Beleber, Samen und Top-Elixier. Und ein Flea-Op schon? Ne, Flea-Op brauche ich noch nicht. So, dann nehme ich noch eine Sinebeere und noch ein Belebersamen mit. Noch eine Sinebeere, noch ein Belebersamen. Und noch ein Belebersamen. So, 4 Belebersamen müssten eigentlich reichen. Zack. 3 Sinebeeren, 4 Belebersamen. Trägt Svenja eigentlich ein Item? Ich sehe das nicht. Nimm ich noch eine Sinebeere mit. Obwohl, nee, scheiß drauf. So. Dann können wir schon mal Tarnel abholen. So, Tarnel, komm mal mit. Zack. So, Freunde. Das war's dann eigentlich mit diesem Part. Am Stillklamm sind wir fertig und wir haben wieder richtig viel herausgefunden. Zapdos ist erwacht und hat Tengulist einfach mal gekidnappt. Wir müssen uns jetzt aufmachen, um es zu befreien. Das machen wir dann im nächsten Part, wenn wir zum Donnerberg hochgehen und Zapdos bekämpfen. Also bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.